Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock Infinite. Wow, was willst du denn von mir? Wir waren stehen geblieben, nachdem wir uns vor den anderen gerettet haben, aber wie es aussieht, sind wir gleich wieder in andere, neue Probleme getappt. So, da kaufen wir uns doch gleich mal ein bisschen Salz. Ach, da haben wir genau den erwischt, der wenig Leben hatte. Na ja, gut. Oh, das werde ich nicht tun. Das solltest du lieber tun. Oh, da hätten wir fast Elizabeth abgeknallt. Ich glaube, das wäre dann nicht so schön gewesen. Ja, hier. Oh, schön. Den haben wir genau scoped. Wie sich das gehört. Gut, dann nehmen wir uns mal das Maschinengewehr. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Da haben wir wenigstens schon einige Upgrades dran. Damit das Ganze ein bisschen stärker wird hier. Mal schauen, wie lange sich eigentlich noch Bioshock Infinite hinzieht. Wir sind ja jetzt schon beim, ich glaube, 26. Part, kann das sein? Und ja, ich bin gespannt auf das Ende. Ich werde mich da auch nicht spoilern oder so. Also ich weiß wirklich noch überhaupt nicht, wie es weitergeht. Was da alles noch passieren wird, das ist für mich alles noch offen und ich bin auch, wie gesagt, sehr gespannt drauf. Na. Danke. Kam genau richtig. Oh, was war das denn für ein Zauber? Ah, okay. Da haben wir doch gleich mal was dazugelernt. Wir können das also als kleines Schild aufbauen. Wenn ich das kurz drücke, dann haben wir ein kleines Schild. Und ich denke mal, dass das uns dann die Kugeln vor der Nase abfangen wird, damit die uns nicht treffen. Ja. Sie hört mir sogar zu. Das finde ich ja auch mal nett. Da haben wir einen Lockpick gefunden. Was haben wir denn hier? Ein Schießeisen. Nehmen wir mal... Lassen wir das Maschinengewehr hier und nehmen wir mal das Schießeisen mit. Danke. Okay. Hohohoho. Da war die Mutter wieder. Und hier haben wir einen riesigen Tresor. Okay. Was da wohl dahinter ist. Oh, sie ist nach rechts gegangen. Ja, okay. Ich will aber wissen, was hier... Oh, hier geht es ja wirklich überall lang. Gut, dann gehen wir doch lieber rechts. Ich will mich ja jetzt nicht allzu sehr verirren. Dann folgen wir lieber der Hauptstory. Ich bin ja sowieso nicht der Fan von so sehr großen Abzweigungen. Die dann nicht wirklich zur Story gehören. Aber naja. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Nichts, was wir looten können. Oh, okay. Ja, dann kommt mal her hier, Leutchen. Jetzt lasse ich mal meinen Rapid-Fire-Finger spielen. Oder auch nicht. Oder ich nehme mir einfach mal die Burst-Gun hier. Und lasse das die Burst-Gun erledigen. Scharfschützen? Wo? Wo haben wir hier einen Scharfschützen? Ihhh. Willst du mir ein Messer reinstecken? Was für ein Perversling bist du denn? So. Da gehst du auch auf den Boden. Hä? Sniper, was willst du, hä? Ja, jetzt komme ich hier mal. Komm her, du Ott! Bam, da war sein Kopf ab. Ist ja fast wie in Chivalry hier. Dieser Name, Chivalry, das ist... Also, der bereitet mir immer wieder Schwierigkeiten. Naja. Schon relativ schwer auszusprechen. Oh, wir folgen den Krähenmännern. Warum das? Ich dachte, wir folgen eigentlich der Mutter. Was haben wir denn hier? Ach, habe ich schon wieder zu schnell gedrückt? Mann, Kevin! Was bist denn du für ein Idiot? Was? Du hast genug von was? Ich weiß, dass du dahinter bist. Ich
weiß, dass du dahinter bist. Komm hervor. Was? Was ist denn klar? Ich wusste es die ganze Zeit, nur irgendwie hat es dann doch nicht gestimmt. Ja, Munition. Habe ich eigentlich noch genug? Oh, da hatte ich mein Schießeisen erwischt. Ja, na. Au. Das tat aber nicht sehr weh. Ja, da kommst du nicht ran, ne? Uiui, uiuiui. Ui. Verrat? Nein. Ich habe niemanden verraten. Au. Aber so viel zieht der jetzt eigentlich auch nicht ab, also. Ist nur ein bisschen ja, gut mit seinen Krähen. War's das? Hm. Da hat er nur ein paar Federn da gelassen. Haben wir ihn jetzt getötet oder ist er im letzten Moment noch weggekommen? Also für mich sah das aus, als wäre der im letzten Moment jetzt noch weggekommen. Okay, dafür haben wir nicht genug Lockpicks. Schade. Und Munition haben wir auch keine mehr. Bis auf die, die in unserer Burst Gun ist. Ah, dann schauen wir mal, was hier so Schönes auf uns wartet. Öffnen wir den Riss. Sabotage begehe? Alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei auf dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb? Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie, wow. Und mein Vater. Oh, da haben wir sie wieder. Leute, jetzt könnt ihr sie auch mal sehen. Unser Mutterlein. Die ziemlich heftig sogar ist. Also im letzten Part, den er, wo ich ja leider ein bisschen gefailt habe. Und den ihr dann auch nicht sehen konntet. Also, die Mutter ist wirklich heftig. Einer der schwersten Gegner hier überhaupt. Finde ich. Vor allem, es bringt nichts, diese Leute hier zu töten. Denn sie belebt sie einfach wieder. Deswegen müssen wir irgendwas finden. Irgendeine starke Waffe, mit der wir sie möglichst schnell töten können. Also vorher hatten wir eigentlich immer Munition für ein Schießeisen hier. Ich muss mich jetzt erstmal umschauen, weil mit der Burst Gun allein kommen wir, glaube ich, nicht weit. Nee, es sieht echt nicht gut aus. Wir machen viel zu wenig Schaden. Vielleicht finden wir hier drüben etwas. Ne, sieht nicht so aus. Ich mag den Zaun nicht, den sie immer machen muss. Oder wie das... Ja, das meinte ich. Sie belebt sie einfach wieder. Und sie zieht richtig viel ab. Und wir sind gleich weg. Oh, oh. Da haben wir eine Waffe gehabt. Nein. Manometa. Aber Elizabeth mit ihren Drogen wieder mal hilft uns aus der Klemme. Oh, was haben wir denn hier? Ach so, ich dachte, wir haben hier eine schöne Waffe. Mal schauen, ob sie jetzt wieder volles Leben hat. Wenn ja, dann wäre das jetzt nicht so toll. Oh, Momentchen mal. Erstens, die Fähigkeit können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Und die wäre doch jetzt mal perfekt, oder? Die haben wir so viel geupgradet. So, und? Ja, perfekt. Jetzt können wir nämlich schön an sie ran. Okay, das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch angehört. Aber wir müssen unsere Mutter mal ein bisschen Manieren hier beibringen, ne? Oh, unsere Tränen sind doch ziemlich gut. Wenn wir die einfach nochmal verwenden. Aber wir haben keine Salze mehr dafür. Aber schaut euch mal das Leben von ihr an. Also, da haben wir echt eine Menge jetzt gezogen. Die verzieht aber ganz schön. Jetzt haben wir Salze und dann ist sie auch gleich schon tot. Geben wir ihr doch ihr mal den Rest hier. So, das war's, Mutterlein. Doch nicht. Okay, dann machen wir sie einfach so noch tot. Und da haben wir es geschafft.
Ja. Da geht sie zu Boden. Unsere, nein, nicht unsere, die Mutter von Elizabeth, beziehungsweise das, von was von ihr übrig geblieben ist. Haben wir ein ganz schönes Blutmassaker angerichtet. Und endlich haben wir mal wieder unsere kleine Shotgun. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt sehr geschossen habe. Das ist einfach nur so ein Reflex aus einigen Multiplayer-Spielen. Naja, gut. So, dann füllen wir doch mal kurz unser Leben nochmal auf. Was haben wir denn noch? Was haben wir als Zweitwaffe dabei gehabt? Die Burst Gun. Gut, dann holen wir uns Munition für die Burst Gun. Und für die Schrotflinte. Ist schon voll. Okay. Ja, werfen wir doch nochmal schnell einen Blick da drüben hin. Ja, sieht aus, als würde da dann das schon zu Ende sein. Beziehungsweise dann die nächste Welt kommen. Aber wir haben heute einiges geschafft. Viel gefunden. Oh, hier haben wir noch was Kleines. Gut. Gut, gut, gut. Vielleicht finden wir ja noch so ein kleines Räumchen, wo wir, oder was wir dann öffnen können. Okay, von hier sind wir gekommen. Daran kann ich mich erinnern. Nein, Moment. Na, Momentchen, Momentchen mal. Das sieht doch hier alles gleich aus. Aber hier waren wir anscheinend noch nicht. Hohoho, wir haben einen Lockpick-Beutel gefunden. Da hatten wir gleich mal zwei Lockpicks drin. Das sieht mir doch hier verdächtig nach irgendwelchen Loots aus. Neu, Hemd-Pyromane. Bei Nahkampfschaden 50%ige Chance, Feinde in der Nähe zu verbrennen. Sowas haben wir eigentlich schon. 3 Sekunden lang 400 Schaden. Im Vergleich zeigen. Die Magazingröße. Ich finde das mit der Magazingröße jetzt eigentlich ziemlich cool. 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Ja, dann würden wir auf jeden Fall ziemlich reich werden. Oh, den hat's aber nicht gerade toll erwischt hier. Von der Lampe in den Rücken oder wurde von der Lampe erschlagen. In den Rücken. Horder. Was heißt das denn? Horder? Guck da. Auf dem Briefpapier ist eine Chiffre. Hexenschneiderei. Vielleicht ist dort das Codebuch. Oh mein Gott. Finde das Chiffre. Das Chiffre. Wo ist es? Finde das Chiffre. Ich weiß nicht, was eine Chiffre ist. Wo finde ich hier die Chiffre? Hier ist keine Chiffre. Wo? Soll das jetzt hier irgendwo sein? Da haben wir ein Pferdchen. Ja, keine Ahnung, wo das oder die Chiffre ist. Was auch immer das auch sein soll. Bestimmt irgendein Schriftdokument. Oh, ich dachte schon, da steht eine Person, aber das ist dann nur der nette Automat hier. Na gut, dann hoffe ich, euch hat's gefallen. Und dann like doch einfach mal das Video, wenn ja. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen.